Das ist unglaublich viel, was wir hier dran gebastelt haben. Ich würde sagen, nach dem Intro legen wir doch mal los. Wollten wir nicht ohne Intro? Weil wir haben gar keine Zeit. Aber gut, machen wir kurz. Komm, Intro. Wir machen eine kurze Schnaufpause für euch. Holt euch einen Kaffee und geht's gleich los. So, dann fangen wir gleich an, damit wir das in einem Schwung durchbekommen. Steffen, es geht los mit der klassischen Kapsspoilerlippe, so wie ihr die von uns kennt. Habt ihr auch schon in einige Montagevideos von mir gesehen. Eigentlich von der Vorgehensweise hier auch das gleiche wie immer. Einmal die Passform überprüfen, dann natürlich eure Löcher bohren. Wie immer auch hier ganz wichtig darauf zu achten, bohrt die Löcher so weit möglich wie vorne, damit natürlich der Fahrtwind keine Angriffsfläche hat, um irgendwie den Frontspoiler nach unten zu ziehen. Also achtet da wirklich drauf, so weit wie möglich vorne. Und natürlich auch nicht zu weit, damit man hier nicht in der Sichtfläche rauskommt. Das wäre nämlich uncool. Die Artikelnummer für das Teil, falls ihr das dann bei uns im Shop sucht, das ist die CSL625. So, und das ist dann im Endeffekt genau dieses Teil hier, was ihr hier direkt unter der Stoßstange findet. Montage mit Nieten. Wie der Steffen schon erklärt hat, eben wichtig, Nieten so weit vorne wie möglich, keine Angriffsfläche für den Wind. Das ist ein Bauteil, das stark im Wind steht, heißt, da werden große Kräfte wirken, das muss ordentlich verbaut werden. Und ja, es hat einen Konturbeschnitt, das bedeutet, die Spoilerlippe ist nicht wie üblich bei vielen anderen oder auch bei unseren Produkten, gerade durchlaufend, sondern einen sogenannten Feldwegspoiler. Richtig. Wir haben hier dementsprechend auch optisch die Wirkung, dass man eine Tieferlegung erziele durch das Anbauteil. An der Seite. Aber regulär eigentlich gar nicht so tief kommen, ne? Mitte. Genau. Da könnt ihr dann im Endeffekt den Absatz oder eben den Feldweg, wie wir es jetzt beschrieben haben, fahren. Genau, richtig. Natürlich. Genau. Das gibt es dann in den verschiedensten Variationen aus unserem typischen Kunststoffmaterial. Einmal in, wie hier verbaut, Schwarz-Hochglanz. Was haben wir noch? Dann haben wir Schwarz-Matt strukturiert. Wir haben den Carbon-Look einmal glänzend und ebenso auch in Matt. Oder wenn ihr das in Wabefarbe lackieren wollt, eben im lackierfähigen Untergrund. Perfekt. Und das Ganze natürlich wie immer mit ABE. So ist es. Genau, das sollten wir auch noch mit dazu sagen. Wir haben hier eine klassische ABE, genehmigt vom Kraftfahrtbundesamt. Da ist eine Artikelnummer drunter, da ist eine Nummer vom Kraftfahrtbundesamt hinterlegt. An dem Bauteil bei einer Kontrolle reicht es eigentlich dem Polizisten oder eben dem Sachverständigen beim TÜV, wenn er sich die Nummer anschaut. Nummer anschauen bedeutet, er kann in seiner Datenbank nachschauen, was eigentlich oder ob dieses Teil und in welcher Kombination es eine Zulassung hat. Genau, und durch die Identifikation mit der Nummer anhand von dem ABE ist es kein Stress, passt einwandfrei und ihr müsst nichts eintragen lassen, somit auch keine erweiterte Kosten für euch. So ist es. Hier geht's nämlich weiter. Na aller. Ja, wird vielleicht einigen erstmal gar nicht so auffallen, aber was haben wir uns dabei gedacht? Es ist eine Überblendung von den Original-R-Spoiler-Ecken, die dort sind. Ah, stimmt, die hat er ja hier neben seitlich, ne? Richtig. So kleine Backen. Warum haben wir das gemacht? Ja, ganz einfach. Erstens haben wir hier nochmal eine entsprechende Konturschärfe reingebracht. Du siehst ja, hier sind nochmal so eine Art Flaps drinnen. Jawohl. Richtig nice, dass du das Ganze natürlich auch hier vorne im Frontbereich nochmal schön aufwertest und gibt halt echt eine super nice Kontur wieder. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass gerade jetzt dieser Kunststoff, der da drauf geblendet ist, vielleicht einen Ticken anders ist von der Farbe her und vom Glanzgrad her. Das glänzt ja natürlich ein bisschen besser als das von VW. Wie nah verarscht. Zumindest wenn das Auto nicht frisch aus dem Laden kommt, ist ja ganz klar. Ne? Und damit man da überhaupt gar keinen Unterschied sieht, gibt es eben dann eben von dem Kunststoff die Verblendung. Und vor allem für die Leute, die jetzt hier das Ding aus Carbon machen. Oder umgekehrt, die machen jetzt hier einen Schwarz-Hochglanz und machen da ein Carbon rein. Oder umgekehrt machen es hier matt, machen es da glänzend. Da kann man spielen mit dem Material. Kann man schöne Akzente setzen, Eva. Richtig, also man hat im Endeffekt die Möglichkeit, den Originalkunststoff zu verblenden, Akzente mit den Farben zu spielen. Und man hat die Möglichkeit, vielleicht auch einfach nur das hinzubauen, um eben es nur leicht dezent zu gestalten. Weil funktioniert ja komplett
ohne unsere Kappspoilerlippe. Ist also kein Must-Have, beides in Kombination anzubringen, aber kann man natürlich. Genau, das, wie wir ja schon sagten, viele sagen, ich möchte die Bodenfreiheit exakt gleich lassen, extrem tiefes Auto zum Beispiel, will trotzdem optische Akzente bringen, ist das Ding eigentlich prädestiniert zum Luftfahrwerkfahrer, ne, die hier unten irgendwo rumrutschen. Für die ist das Spoilerchen die ideale Möglichkeit. Und ansonsten von der Montage her eigentlich total easy. Easy going mit dem 3M Klebeband auch wieder. Ne? Da habe ich natürlich wieder klassisch meinen Kreppband-Trick angewandt. Würde ich auch überall und immer mit dem 3M Klebeband machen. Wir haben jetzt das ein paar Mal probiert, mal ohne. Das ist von der Positionierung immer extrem schwierig. Macht es am besten immer mit diesem Trick 17 vom Steffen. Genau, weil dann könnt ihr das Teil ordentlich positionieren und währenddessen die Schutzfolie abziehen und dann bappt es gleich an der richtigen Stelle und haut nicht mehr ab. Somit perfektes Fitment. Gerade wenn man jetzt so Sachen wie Folie am Fahrzeug hat, so wie wir, wenn ihr da den Spoiler wieder wegmachen wollt, geht natürlich mit dem 3M Klebeband, aber denkt dran, das klebt richtig hart und wenn ihr Pech habt, zieht es die Folie ab und das wollt ihr sicherlich nicht. So Dominik, was haben wir hier für eine Gutachtenform bei dem Bauteil? Hier haben wir jetzt ein Teilegutachten, Paragraph 19.3. Ist auch völlig unkomplizierte Sache. Muss nochmal Anbau bestätigt werden. Warum haben wir das nicht in das Gutachten mit reingepackt? Wie ihr seht, ist das ja eine andere Bauteilgruppe. Ne? Also hier ist zum Beispiel zweiteilig, das überblendet den Originalspoiler. In dem Fall kommt es unter die Stoßstange dran. Das konnte man in einen Gutachten reinpacken. Also in dem Fall ein separates Gutachten, ein Teilegutachten. 19.3, Anbau bestätigen, gut ist, kann jeder KÜS, Degral, TÜV, wer auch immer machen, ist easy going. Und dann geht es weiter mit den Flaps. Einmal hier die guten Stücke. FP019, das ist die Artikelnummer für den Shop. Da gefällt mir zum Beispiel richtig gut, Dominik, dass das hier ein komplettes Bauteil ist, was auch hier den originalen Intake nochmal massiv vergrößert und deutlich mächtiger wirken lässt. Genau, wir haben uns am Anfang gedacht, naja, jetzt machst du halt so Flaps da rein, wie man das jetzt so überall kennt, aber da gibt es ja schon bei den Chinesen drüben da so Universal-Gummi-Gedülle da. Und wir sagen, na, das machen wir nicht. Na, dann machen wir einmal richtig und dann, wie du schon sagst, auf die Originalspange hier drauf und dann haben wir nehmen im Endeffekt aerodynamisch hier schon die Luft auf und leiten die nach hinten ab. Das kennt man auch so ein bisschen aus der DTM und Tourenwagenmeisterschaften, was auch immer, wird das ganz gerne als Downforcer verwendet. In unserem Fall natürlich viel Optik, Richtig. Aber ja, vielleicht hat ja auch jemand ein bisschen Bock auf Downforcing. Ja? Je nachdem, was für ein Styler das Auto umbaut, wenn er so ein bisschen in die Rallye-Rennsport-Optik geht, sage ich jetzt einmal, ist das natürlich auch ein sehr geiles Bauteil. Dazu. Oder tatsächlich für Leute, die richtig Leistung fahren. Also ich meine, so ein Airgolf, ich habe gehört, da kann man viel reinpumpen an Leistung. Gibt so Dinger mit über 600 PS, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich glaube, da zählen auch solche Sachen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr nice vor allem, dass hier auch noch mal ein zweiter Steg dazukommt, finde ich. So ist es, das lockert das Ganze auch ein bisschen auf, kanalisiert hier hinten. Denkt mal eine gelungene Sache. Kurz zur Montage und da auch ein paar wichtige Punkte. Und zwar die Montage in dem Fall wieder mit dem 3M-Klebeband. 3M-Klebeband und da ganz wichtig darauf hinzuweisen. Die Positionierung ist unglaublich wichtig bei dem Bauteil, weil das kann man ein bisschen weiter zu weit hinten, ein bisschen zu weit unten, oben schieben, drücken. Das muss genau sitzen. Dann passen hier auch die Spaltmaße ordentlich. Und wichtig ist die Verklebung erstmal hier oben. Hier oben ist ein 3M-Klebeband drin. Das ist ultra wichtig, weil es von oben mit der Originalspange verbunden ist, den Halt für das Bauteil bringt. Und dann natürlich noch zusätzlich hier im Flap-Bereich auch nochmal die Verklebung. Das sind die ganz wichtigen Punkte. Da muss es unbedingt sitzen und da muss es richtig positioniert sein. Und dann, ja, kriegt man das so hin letztendlich. Ja, und dann haben wir natürlich noch unsere Scheinwerferblenden. Der Klassiker, schlechthin. In dem Fall die SB301. Das ist die Scheinwerferblende. Das sind ja zwei verschiedene Versionen für den Golf 7 Facelift. Haben wir im Übrigen wichtig. Ihr müsst wissen, habt ihr einen Facelift, habt ihr keinen Facelift. Der Scheinwerfer wurde tatsächlich geändert, er ist anders, er hat eine andere Kontur. Da passen die vom Facelift nicht am Facelift und umgekehrt. Und zwei verschiedene Versionen, das ist die Version mit dem Cut drin, nenne ich ihn jetzt mal, ne? Oder dieser Stufe. Genau. Und das ist auch ziemlich cool, weil der Scheinwerfer an sich hat eigentlich schon diese Stufe
verbaut und wir übernehmen im Endeffekt das maximale Abdeckfeld, was hier möglich ist, direkt über dem Scheinwerfer sozusagen oder über der Lichtquelle und das eben stufenweise, das macht das Ganze ein bisschen frecher. Eben. Lichtaustrittskante und so weiter wird nicht beeinflusst, somit drauf damit mit dem 3M-Klebeband, natürlich auch von der Montage her komplett easy going und ja, ist ein sehr, sehr nices Gimmick. Die ganzen Scheinwerferblenden, die wir machen, wie ihr hier seht, die gehen in die Motorhaube, in die Spalte hier rein. Das hat den Vorteil, wenn wir das nämlich jetzt hier abschneiden würden, das hat den Vorteil, dass man da keine Kante, also nicht nochmal zusätzlich was vom Scheinwerfer oder vom Fahrzeuginneren zieht. Und das macht das Ganze dann auch gerade hier im oberen Bereich, wo ja der Spalt zur Motorhaube größer ist, also original schon größer ist beim Fahrzeug, dass da eben nichts rausspitzt, sage ich mal. Genau, wir haben eine gleichmäßige Schattenfuge, wird alles schön abgedeckt, wie du sagst, es blinkt nichts vom Scheinwerfer durch und somit kann man auch hier von der Gestaltung das Ganze super schön ins Fahrzeug einfließen lassen. Gutachten haben wir auch, in dem Fall gutachterliche Stellungnahme, das ist ein Gutachten, ein TÜV-Prüfbericht sozusagen oder ein technischer Prüfbericht, den einfach ins Handschuhfach mitführen und bei einer Kontrolle entsprechend vorzeigen. Also wieder keine Kosten für irgendwelche Eintragungen. Und easy going. Und weiter geht's, Steffen. Ganz neues Produkt von uns. Ein Remake eines Klassikers. Kann man so sagen. Ne? Auf jeden Fall. Wo haben wir das ganz früher gesehen? Golf 3. Golf 3, Passat 35i hat es auch gehabt in der GT-Variante. Und ich würde sagen, wir haben hier die Idee gehabt, so eine kleine Hommage, wie gesagt, zu bilden, um eine Radlaufverbreiterung optisch erstmal zu generieren, die jetzt aber auch nicht ultra weit ausbaut, damit ihr nicht den Kotflügel zersäbeln müsst oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben hier einen Aufbau von circa 1 bis 2 cm. Genau. Und hier ist natürlich die Besonderheit, wir haben zwei Varianten, einmal die komplette oder auch, wenn ihr das Air-Intake verbaut habt, die geteilte Variante. Ihr müsst dann bloß beim Kauf bitte hinzufügen, ob ihr die geteilte Variante haben möchtet, dann bekommt ihr das direkt zugeschnitten mitgeliefert. Ansonsten habt ihr natürlich die volle Variante und vom Aufbau her bzw. von der Montage auch recht einfach. Wir haben hier vorne unseren Hauptklebepunkt. Das ist auch der wichtigste, weil hier der Fahrtwind dementsprechend dagegen stößt. Und dann haben wir hier hinten nochmal im Radkasten entsprechend die Führung mit einem 3M-Klebeband. Wichtig, wie Steffen jetzt schon gesagt hat, ganz, ganz wichtig sind die vorderen Verklebpunkte, danach die hinteren. Das heißt, wenn ihr jetzt wieder Trick 17 vom Steffen macht, positionieren, dann im Endeffekt hier vorne andrücken, Klebeband rausziehen, dann das Ganze von hinten entsprechend machen. Genau, ganz wichtig tatsächlich hier vorne anzufangen, weil wenn wir jetzt erst hier hinten die Verklebung fixieren, dann kann es zu Spannungen kommen und dann kann natürlich eventuell auch hier vorne wieder ein Spalt aufgehen. Ne? Genau, Spalt, da ist immer Luftkrabbel drunter, Gefahr, dass natürlich was runterfällt, sage ich jetzt mal. Richtig. Gut, das Ganze hier im Endeffekt auch nochmal von uns aufgeteilt. Hintergrund ist der, die Fuge von der Stoßstange wird mit übernommen. Das ist eine optische Sache, beziehungsweise auch eine funktionale. Wollt ihr Stoßstange wechseln, müsst das Zeug nicht runterreißen. Richtig, und. Genau. Ist natürlich auch noch auch nicht verkehrt. Ne? Und ansonsten, ja, mehr Optik als jetzt Nutzen, das muss man schon sagen, weil ich meine, mit einem Zentimeter Verbreiterung, das bringt euch jetzt da nicht weiter, wahrscheinlich bei eurer Felgenauswahl. Aber das dürfen wir nicht vergessen, die großen SUVs zum Beispiel machen das. Ne? Da werden jetzt diese Hochglanz-Radlaufverbreiterungen schon integriert, um eben das Rad größer wirken zu lassen. Und ich finde, das hat einen ganz neuen Style. Auf jeden Fall. Finde ich auch hier am Fahrzeug echt super gelungen. Ist ein super Design-Gimmick. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und vor allem mal wieder was anderes. Ne? Das ist ja die Hauptsache, dass wir uns hier in der Individualität etwas freien Lauf geben können und hier unseren Style schön präsentieren. Noch dazu zu sagen, das wiederum passt eigentlich an alle Golf 7 bis auf den Variant. Genau. Also egal ob Basis, GTIs, R, was auch immer und auch egal ob Baujahr vorher oder nachher den Facelift,
das macht den Verbreiterungen letztendlich nichts aus. Im Übrigen kommt es aber auch noch für andere Modelle, ne? Wir gehen davon aus, also die haben das jetzt bis jetzt, von der Messe bis jetzt schon recht gut verkauft gehabt und ich denke mal, da wird auch noch das ein oder andere Fahrzeug mit aufgenommen. Seat Leon können wir uns gut vorstellen oder auch mal vielleicht bei dem ein oder anderen BMW. Wie wäre es eigentlich für ein Zweier? Ja, kann man definitiv auch mal machen. Auf jeden Fall. Für die Supra machen wir es nicht. Na, die hat schon breite Packe, oder? Aber ja, auf jeden Fall. Also, das müssen wir halt einfach mal sehen, wie letztendlich die Leute auch das finden und wie es ankommt und, wie sie es auch im Alltag bewährt. Und ich gehe davon aus, dass da noch was nachkommt. Und jetzt kommt bei mir noch mal kurz der Lackierer raus. So gut wie die Passform hier ist, kann man das zum Beispiel auch nutzen, wenn man das möchte und es wirklich vollflächig in seinen Kotflügel einarbeite und laminiere. Für die, die richtig am Customizer sind, ist das eine Version, die funktioniert und funktionieren würde. Also als kleiner Ansporn und Tipp für euch, wer da Bock drauf hat, dann habt ihr natürlich eine richtig schöne Backe hier neben und dann haben wir dementsprechend auch noch mal customized-seitig was richtig Geiles. Aber natürlich alles mit viel Aufwand verbunden, ne? Also easygoing, so wie wir es ja jetzt hier vorhaben und natürlich auch an dem Fahrzeug vorhaben. Easygoing natürlich, 3M-Klebeband, zack, abziehen, drauf machen, Freuden und fahren, ja? Was haben wir da für ein Gutachten? Das vielleicht noch ganz kurz. Brandy? Teilegutachten, genau. Also Teilegutachten hatten wir ja da vorne schon ein paar Mal. Hier auch Teilegutachten, 19.3, sprich bei jeder Prüforganisation nochmal Anbau bestätigen lassen. Er guckt halt, ob auch die Artikelnummer drin ist, ob das alles so ist, wie es eben sein soll. Und ja, und dann seid ihr eigentlich da auch schon wieder entlassen und würde behaupten, auch hier geile Kombinierbarkeit. Wir haben die Matten-Sachen. Wir haben dieses schwarz strukturiert, was dann wirklich dieser Golf 3-Style ist. Richtig, genau. Die hatten es ja auch so. Ne? Oder Carbon und. Also da seid ihr völlig frei. Könnt ihr eurer Gestaltung freien Lauf lassen. Lackierwiese haben wir auch. Natürlich. Wäre vielleicht auch eine Sache. Oder du folierst es mit. Kann man auch. Klar, kann man mit folieren. Also. Why not? Und schon geht's weiter zum Seitenschweller. SS487. Merkt euch diese Nummer. Ich glaube, dieser Schweller wird der Burner, oder? Richtig. Weil wir haben ja bereits schon den Schweller gehabt, aber in der Variante, wenn ihr am GTI oder am R werkseitig den Schweller verbaut habt, musste dieser demontiert werden. Da haben wir mal auf euch gehört und habe jetzt einen Seitenschweller kreiert, den ihr Plug and Play über den Originalschweller stülpen könnt und somit keine weitere Demontagearbeit habt. Und vor allem, es hat noch einen riesen Vorteil, also nicht nur, dass ihr den Originalschweller nicht demontieren müsst, sondern es hat auch den riesen Vorteil, dass man eine zusätzliche Montagefläche regeneriert haben. Wenn wir bei dem SS461 Brandy, ne, das ist der eben für die Basismodelle, da haben wir ja im Endeffekt die Montage des 3M-Klebebands hier oben, wir haben ihn auch im unteren Bereich regeneriert, aber jetzt haben wir hier nochmal zusätzlich hier und hier, also das, was um diesen Originalschweller rumgeht, haben wir auch nochmal eine Montagefläche regeneriert, also da kann man sich ja bald draufstellen, was auch den Grund hat, warum da nochmal was drunter ist, aber da kommen wir später nochmal dazu. Ne? Also nochmal ein Add-on sozusagen. Ja, also im Endeffekt, wie ihr seht, das wirklich erfolgreiche und geile Design jetzt für noch mehr Easygoing für die ganzen, ich sage jetzt mal, kann man das sagen, GT-Modelle, hätte ich jetzt fast so gesagt, aber ihr wisst schon, Airline, GTI, GTD und wer das noch so alles drauf hat. Von dem her auch Baujahr frei. Richtig. Wir müssen nicht auf Facelift unabhängig nicht davon. Facelift achten. Wir können auch die verschiedenen Karosserievarianten, also wer da noch so ein Dreitürrad, der kann. Wir können wie hier eben. Und ich glaube, ja, am auch Variant. Der Variant. Ne? Am Variant, der hat dasselbe Schweller. Also genau. Im Endeffekt decken wir wahrscheinlich 10 Millionen produzierte Fahrzeuge ab. Wäre schön, wenn man 10 Millionen mal verkaufen würde. Das wäre nicht schlecht. Aber trotzdem, ich meine, es ist ja schon ein Klassiker, der sich auch sehr gut verkauft und auch sehr gut angenommen mega. Wird. Ne? Weil vom Design her einfach super, Montage einfach. Wie schon gesagt, 3M-Klebeband wieder das Ganze mit nochmal einem Punkt mehr Auflagefläche. Also mehr kann man eigentlich nicht generieren an Auflagefläche. Hier ist lediglich bei der Montage noch ein Punkt. Ja, genau, richtig. Einmal hier vorne. Wir haben ja hier die Schraube, wo ja die Radlaufverkleidung auch am Schweller werkseitig befestigt ist. Die könnte man natürlich übernehmen, aber
knall die nicht richtig fest. Die soll bloß als Unterstützung anliegend am Bauteil dran sein. Theoretisch könnte sie voll festknallen. Nur, wenn ihr dieses Loch und du hast es so versucht, so, oh, das kriege ich mir schon hin. Und so. Aber ich habe es getroffen. Ja, du hast es getroffen, ja. Aber das Problem ist, ihr seid einen Millimeter zu weit links, zu weit rechts. Ihr knallt die Schraube voll an und ihr habt es nicht eben auf einen Millimeter genau getroffen, dann entsteht hier drin eine Spannung, ja, weil der zieht sich fest durch das Hinziehen, ja, ist eine Spannung immer und permanent auf dem Klebepunkt. Das kann dann bedeuten, dass letztendlich die Klebefläche, ich meine, der fällt euch nicht der Schweller ab, da ist keine Gefahr, ja, aber es kann natürlich sein, dass gerade hier oben die Klebefläche ein bisschen sich löst und das ist natürlich blöd, das schaut nicht schön aus, das wollen wir ja vermeiden. Genau, richtig. Ansonsten darauf achten, genau. Deswegen Kleber hin, hier richtig ausmessen, vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben wie der Steffen und dann vorsichtig andrehen oder auch erstmal warten, bis der Kleber angezogen hat. Richtig. Auch wichtig, auch der Kleber braucht eine Zeit zum Anziehen. Genau, das haben wir ja auch mindestens 24 Stunden auf jeden Fall. Ja, ne? Geht schon ein bisschen früher, aber im Endeffekt, ich glaube, es bringt keinen um, wenn er mal sein Auto an Tag stehen lässt. Beziehungsweise, genau. Wenn ihr das abends gemütlich macht, lasst ihn über Nacht stehen und das ist dann auch schon sehr hilfreich. Gerade jetzt bei sommerlicher Temperatur, da geht es natürlich. Genau, geht ein Trinken, bleibt daheim, wie heißt der Spruch, ne? Ist billiger heutzutage daheim saufen als unterwegs. Okay, gut, super. Hier natürlich auch immer wichtig, dass man in dem Bereich auch nochmal schaut, dass es ordentlich anliegt, ordentlich angedrückt ist. Und dann ist das eine schöne und tolle Sache. Was haben wir da für ein Gutachten dabei? Weißt du nicht? Ich weiß, du weißt es. Genau, gut. Oder hättest du es gewusst? Natürlich nicht, ich bin doch kein Verkäufer. Also, gutachterliche Stellungnahme. Das bedeutet, da ist von unserem Prüfer im Endeffekt das technisch beurteilt worden. Dadurch, dass es aerodynamisch nicht auffällig ist, bedarf es auch keiner weiteren Eintragungen. Das ist dort nochmal erwähnt. Und ja, das Gutachten nehmt ihr einfach mit, Handschuhfach. Bei der Kontrolle vorzeigen, funktioniert. Easy going und schon wieder Geld gespart. Geld gespart, Zeit, Theater und. So, und dann geht's schon hinten weiter. Geht's wieder zur Verbreiterung im Übrigen? Ist das ja ein komplettes Set natürlich, also alle vier Radläufe, die man bediene. Ihr kriegt 8 Bauteile. Also ihr bestellt, ihr kriegt 8 Teile. Außer ihr wollt den Ausklinker für den Air Intake haben, beziehungsweise hinten den Ausklinker, das kann man auch noch, wenn ihr kombinieren wollt, bei uns ordern. Dann ist das, na gut, dann sind es genauso viele Teile, aber dann ist es ein bisschen anders. Genau, weil hier müssen wir ja aufpassen. Wir haben einmal hier der Seitenschweller, der ja ausgeklingt ist. Und dann im hinteren Bereich vom Stoßfänger kommt ja auch gleich nochmal was. Richtig, aber das wiederum ist auch ausgeklingt, aber das ist nicht am Schweller ausgeklingt. Aber wie auch immer, es ist genau, alles schon richtig. Ein bisschen kompliziert. Deswegen habe ich gesagt, kommen wir mal dann gleich dazu. Deswegen haben wir ja auch hier alles so ein bisschen als Zusammenfassung für euch. Also, wollt ihr einen Schweller? Dann und die Verbreiterung, dann uns wieder Bescheid geben im Shop, dass wir die Verbreiterung dafür anpassen. Dann wird im Endeffekt das hier gekappt, sodass das einen sauberen Übergang hat, dass es keinen Spalt gibt. Im Übrigen dazu auch ein Trick von uns. Angenommen, ihr habt ein weißes Auto, ihr macht jetzt hier die Verbreiterung drauf, es ist hier der Seitenschweller. Da ist immer irgendwo ein Mini-Spalt. Das geht ja gar nicht anders. Also so genau kann man ja eigentlich gar nicht arbeiten. Aber um zu vermeiden, dass dieser Minispalt da raus sticht, sage ich jetzt mal, macht ein Stückchen schwarzes Klebeband drauf. Einfach ein ganz normales, popeliges, schwarzes Klebeband. Ist Isotape zum Beispiel. Isotape, ne? Bam, drauf. Und dann blitzt da kein Weiß mehr durch. Und dann seht ihr das nicht, weil schwarz und das Klebeband schwarz. Und wenn dann ein Millimeter Spalt wäre, was ja im Karosseriebereich wirklich überhaupt gar kein Thema ist, ja, dann zieht man ihn einfach mit. Also das vielleicht als kleinen Trick dazu. Sehr gute Idee auf jeden Fall, genau. Jo. Und auch hier wieder ganz wichtig, diese Punkte hier vorne sind ganz wichtig, die müssen sauber anliegen, sonst fliegt euch das Ding um die Ohren. Das ist ganz wichtig und das seht ihr auch, das haut hier super hin. Und dann eben im Radlauf nochmal die zusätzliche Verklebung. Auch hier, wie viel Zentimeter? Haben wir dementsprechend 1 bis 2 Zentimeter, je nachdem. Ne? Genau. Also optisch eine schöne Verbreiterung, aber natürlich kein White Body. Wollten wir ja auch gar nicht. Es geht hinten dann da weiter. Wie gesagt, eine zweiteilige Angelegenheit. Hier auch wieder die Fuge übernommen. Richtig. Und dann ist das, wie gesagt, analog wie vorne von der Vorgehensweise der Montage her. Komplett easy going. Achtet wirklich drauf, dass die Anlagefläche hier vorne super stimmig ist.
Und dann habt ihr das Thema auch schon abgeschlossen. Und im Handumdrehen ist auch das Bauteil montiert. Also ist ja kein Zeitaufwand notwendig. Das ist es. War auch easy. Das Einzige, was uns aufgehalten hat, war das Ausklinken. Das haben wir nämlich selber gemacht. Richtig. Also bestellt euch das ausgeklinkt, habt das stressfrei. Auf jeden Fall. Ich muss schon wieder gucken. Ich kann die ganzen Artikelnummer, ich kann das nicht mehr. Geht in mein Hirn nicht mehr rein. Hab bei deinem Produktportfolio, was du hast. Mann, ja, durch. 305. Ist der Diffusor, oder? Ist der Diffusor. Auch wieder eine sehr geile Sache, meiner Meinung nach. Wir haben hier ein komplettes Tauschteil. Das heißt, der Originaldiffusor wird entfernt und unser Diffusor wird dementsprechend montiert. Ganz einfach, weil erstens mal super Passform und von der Montage her könnt ihr das auch immer wieder tauschen. Warum auch immer, wenn ihr das Auto vielleicht zurückrüsten wollt, wenn man verkauft und so weiter. Ihr habt nicht irgendwelche Schäden hier am Bauteil, am Originale. Und von der Befestigung her haben wir die... Den haben wir reingesteckt und dann gekontert mit unseren Karosserieklammern. Genau, das Wort hat mal gefehlt. Die haben wir ganz neu, die Karosserieklammern. Im Endeffekt machen die nichts anderes, als das vom Rausrutschen zu sichern. Früher haben wir da Schrauben reingefummelt, Löcher gebohrt und so. Es fällt alles weg. Ihr müsst nur noch die Klammer draufschieben. Auch das kann natürlich bei so engen Dingen wie hier ein bisschen tricky sein. Und wenn euch das alles zu blöd ist, nehmt dann Heißluftföhn. Richtig, das haben wir nämlich hier an der Außenseite gemacht, weil es da tatsächlich relativ eng ist, weil wir wollten auch den Endschalldämpfer nicht demontieren. Wir wollen es so einfach wie möglich halten, genau. Was ja machbar ist. Und dann könnt ihr mit dem Heißluftföhn die Lasche einfach erwärmen, unterbiegen und fertig. Und fertig. Warum müssen wir das machen? Das ist auch ganz einfach. Der Originalhersteller, der hat in dem Fall eben ein Spritzgussteil. Das rentiert sich allerdings erst, wenn du, was weiß ich, 500.000 Stück davon produzierst. So viel machen wir natürlich im Tuning nicht. Sprich, der hat einen anderen Kunststoff, der hat ein anderes Produktionsverfahren. Der kann ganz kleine Nippel und Zeug machen und so Laschen und so weiter, ja. Damit das nicht mehr rausrutscht. Das können wir halt nicht. Das geht nicht. Das kann aber auch kein anderer. Ich wollte es gerade sagen. Das gibt es ja nirgendwo. Da gibt es ein paar verrückte Chinesen, die das machen. Aber gut, da wartet er halt momentan 3,5 Jahre, bis Shanghai mal wieder aufmacht. Ne? So, da mag es das geben. Aber für das, was wir hier machen und vor allem für das Schwarz-Hochglanz, dass ihr nicht lackieren müsst oder so, ja, ist es halt ganz, ganz schwierig, sowas zu machen oder eben unmöglich. Und deswegen einfach Klammer reindrücken, umföhnen, was auch immer, dann ist das vom Rausrutschen gesichert und dann funktioniert das auch super gut. Genau, und an der Unterseite haben wir ja werkseitig auch eine Befestigung und da bekommt ihr von uns sogar noch Adapter mitgeliefert. Yes, und da fahren wir mal kurz das Ding hoch. Wir haben das jetzt extra im CSR Magenta gedruckt, damit das auch entsprechend für euch auffällt. Im Endeffekt haben wir einen Abstandshalter, der genau auf die Originalpunkte trifft und passt. Ja, was haben wir da gemacht? Da haben wir einfach einen... Oben wird er ja eingeklipst in die Originalführung, ne? Und dann da unten haben wir genietet. Richtig, genau. Einfach nochmal festnietet. Weil auch das die schnellste Variante von der Befestigung ist. Genau. Und dann hebt es. Ja, und oben geklipst, genau. Es war so geil, ja. Dass das gleich, du hast das reingedrückt und man so kluck und dann war da drin. Also nicht wundern, es geht ein bisschen schwer, ja. Weil es halt auch wirklich Haltung generieren soll, aber das flutscht rein und ist dann auch fest. Und dann hast du auch die richtige Position, weil wenn das Ding dann zu weit hochgedrückt wird, zu weit runtergedrückt wird, dann verändert das ja auch die Optik. Das schaut ja dann auch scheiße aus und da haben wir eben das echt auf den Millimeter genau konstruiert und 3D-Druck ist ohnehin ziemlich maßhaltig. Unten die zwei Nieten rein, bums, fertig aus. Yes. Was auch noch wichtig zu erzählen ist, wenn wir gerade hier oben sind, die Ausschnitte hier neben für die Endrohre. Die haben wir auch etwas größer gestaltet. Falls ihr nämlich die Option habt mit einem anderen Endschalldämpfer, mit größerer Endrohre und so weiter, habt dann natürlich auch etwas mehr Platz und Möglichkeit, hier dickere Rohre zu verbauen. Haben wir im Video zuvor nochmal genau die Maße durchgegeben. Einfach genau. Das anschauen, wenn das nochmal nochmal interessant wird. Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir das Auto wieder runter. So viel zu dem Heckansatz erklärt, passt. Richtig. Ja, und jetzt was ganz Neues. Ja, und ein richtig geiles Produkt. Ja, ich habe auch erst gedacht am Anfang, gibt es so viel Chinesen-Shit auf dem Markt? Chromglänzen meistens sogar, ne? Ja, aber wir haben es schon
einige Male verkauft und ich feiere das. Ich würde es mir auch, oder ich habe es mir auch sofort ans Auto gebaut. Was ich ja sage, gerade für Kombifahrer oder so, ist das natürlich eine sehr, sehr geile Lösung, weil die sind viel am Lademacher-Tour. Auch ein Hund vielleicht, der da mal reinspringt und so weiter. Ne? Ihr schützt euren Originalstoßfänger ein. Ja, aber das ist alles gar nicht so wichtig. Ich finde, es ist tatsächlich, würde man fast sagen, 80% das Design. Auf jeden Fall. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, hier, ihr habt überall das ganze Auto hier voller diesen Schwarzhochglanz-Akzenten und das Schwarzhochglanz ist nun mal jetzt hip. Gut, vielleicht kommt jetzt noch Gold und was weiß ich alles. Whatever. Aber kein Chrom, Freunde, Chrom. Chrom. Ja, mein Opa hat mal so einen Benz gefahren, ja, da war auch alles voller Chrom, aber das will doch keiner mehr. Da ist doch die Party zu Ende, oder? Ja, Schmecker sind unterschiedlich. Oder gebürstet. Ja, also ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, um Gottes Willen. Für all die, die sich da jetzt so Zierleisten noch hingeklebt haben, lasst um Gottes Willen dran die Chrom nennen. Ich habe nichts dagegen, mir ist es wurscht. Aber sind wir ehrlich, modernes Auto, viele schwarze Akzente von Haus aus schon. Und da bapp ich mir keine Chrom oder keine, auch dieses Alu gebürstet. Ja, du hast halt ein Color-Konzept, das kannst du halt weiterführen so und es matcht halt super gut. Ne? Und vor allem exakt die gleiche Farbe. Also ihr habt wirklich 1:1 die gleichen Farben drinnen sozusagen oder die kombinierbar ja auch mit unseren anderen Materialien. Richtig, wenn ihr das ja in Carbon-Optik haben wollt, matt, glänzend, wie auch immer, wollt ihr auch vielleicht ein bisschen undercover halten und tut es in wahre Farbe lackieren. Wie gesagt, habt ihr ja auch die weiteste Auswahl. Also wenn es euch darum geht, dass aber hier nichts verkratzt wird, dann müssen wir ehrlich sein, natürlich das Material matt Carbon geeignet. Richtig. Und die Struktur. Richtig, die weil Beine die sind ja stoßen kratzfester. Richtig, also da könnt ihr rumräubern in den seltensten Fällen, dass man dann wirklich da irgendwie Rückstände durch Kratzen und Hantieren hat. Schwarz-Hochglanz ist natürlich bis zu einem gewissen Punkt dann auch anfällig. Also das nicht, jetzt nicht denken, ne? Das bleibt jetzt immer so glänzend, wenn ich nicht aufpasse. Also das muss klar sein. Aber klar. Ne? Muss man mitleben. Damit so muss man leben. Ansonsten, wenn man das ordentlich, ordentlich behandelt und ordentlich pflegt, schaut euch das an. Hat man lange was davon. Schaut auf jeden Fall mega geil aus. Bezüglich der Montage, auch komplett easy, mit dem 3M-Klebeband auch wieder. Fixieren, rein, fertig. Setzt das einmal wirklich positioniert, das Ganze gleichmäßig links und rechts vom Abstand. Wäre natürlich uncool, wenn es versetzt ist. Und dann aufdrücke, Schutzfolie abziehe und das Ding sitzt. Und weißt du, was mich am meisten fasziniert hat, wo man das verbaut habe? Wo ich mal die Heckklappe geöffnet habe. Die Heckklappe geht sogar noch auf. Und ihr habt hier ohne drunter auch keinen Anstoßpunkt und so. Nee. Das matcht hier aber rein. Aber schaut euch das an, Brandy, wenn du mal von der Seite kommst. Da gehen ja gerade die Finnen hier runter. Also wir haben maximal das rausgeholt, was irgendwie geht. Also wenn jetzt mach mal auf. Also da geht's wirklich um Millimeter, dass das sauber vorbeirutscht. Richtig, richtig gut. Aber das ist halt das Coole, wenn du genaue Daten hast, die habt ihr in dem Video zuvor gesehen, wie wir das abscannen, wie wir das bearbeiten, wie wir da dran rummachen, da kannst du sowas machen. Eben. Da haut das dann hin. Ne? Weil man muss ja alles reinkalkulieren, also die Materialstärke, man muss dann diese Kontur da reinkalkulieren, dann wie der Kofferraumdeckel auf und zu geht, dann die Fahrzeuge selber streuen ein bisschen und. Also wenn du dann überlegst, das hätte man im Oldschool-Verfahren modelliert und alles. Ach Gott, was hättest du doch... Vor allem wäre der Kofferraumdeckel nicht mehr aufgegangen. Hätte ohne Kofferraum fahren müssen. Nee, also ich denke auch, coole Sachen kommt jetzt für einige neuen Fahrzeuge. Immer wieder mal im Shop reinschauen oder eben auf Instagram, Facebook unterwegs sein und uns entsprechend folgen. Dann seht ihr, wenn es neue Produkte da eingeht. Richtig, genau. Wir kommen vor allem bei den neuen Fahrzeugen mit diesen Sachen. Und ja, eben bei diesen Rennermodellen, eben hier Golf 7 und was auch immer, da noch Seat Leon und den ein oder anderen BMW Audi. Und dann eben die ganz, ganz neuen. Also jetzt zum Beispiel, letzte Woche war der... Letzte Woche war der e-tron GT da. Mhm. Ich kriege sowas zum Beispiel. Ne? Ja. Nagelneues Auto, geiles Auto auch. Da ballern wir auch gleich sowas mit raus. Hervorragend. Gut. Was haben wir hier für ein Gutachter? Braucht man da überhaupt eins? Nee. Also das haben wir uns echt gespart. Wir machen wirklich gerne und für alles Gutachten. Und sollte jemals einer aufgehalten werden und sagen, ich brauche ein Gutachten dafür, ja, dann werden wir es machen.
Ja, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also wenn wir ein Gutachten machen würden, weil tatsächlich viele sagen, ey, ich brauche ein Gutachten. Im Übrigen, das ist natürlich auch dann Entwicklungskosten, die man umlegen muss. Ja? Bitte nicht vergessen. Dann gibt es hier eine gutachterliche Stellungnahme, genauso wie den Schwellern und so weiter. Dann einfach im Handschuhfach mitführen. Aber ich denke mal, das sparen wir uns jetzt erstmal, damit wir noch die Kosten ein bisschen geringer halten. Wir müssen ohnehin teurer sein als jetzt irgendwelche Chrom-Dinger aus China oder so. Das müsst ihr verstehen. Der Kunststoff, das, was wir hier verwenden an Materialien, die Vorarbeit und so weiter, da ist natürlich ein bisschen mehr unterwegs als bei den Nachbarn. Über viele Kontinente hinweg. Und was mir aber auch stolzen Hauptes sagen können, das Ganze hier ist ja made in Germany, ne? Ja, natürlich. Alles komplett. Scan, Produktion, Entwicklung, Hirnschmalz, Fertigung, Zufräsen, Verpacken, Telefonieren mit Brandon, es ist alles made in Germany. Oder hast du Homeoffice in Bangladesch? Ja? Also ich habe letztens mit Amazon gesprochen, ich weiß nicht, woher die Dame kam, aber kam mir so vor, wie ich mit dem Computer gesprochen habe. Ja, das geht mal bei so manche Callcenter, wo ich nicht weiß, ob ich überhaupt bei dem Unternehmen gerade rausgekommen bin oder richtig. So. Aber es ist, wie es ist. Ja, es ist und da gibt es Kompetenz und das ist halt natürlich auch alles in Summe natürlich auch irgendwo zu bezahlen. Aber trotz alledem, denke ich mal, sind wir trotzdem auf jeden Fall sehr konkurrenzfähig. Und wie gesagt, geile Sache, schaut euch das mal eben an, bestellt es euch mal, haltet es mal ins Fahrzeug. Das ist auf jeden Fall cool. Richtig. Und hier geht's weiter. RB7 auch schon etwas länger bei uns auf dem Markt. Allerdings gleich dazu zu sagen, wir hatten früher das manuelle Produktionsverfahren, jetzt das digitale Produktionsverfahren. Und die RB7, die Rücklichtblenden für den Golf 7 hier in dem Fall, sind nochmal von uns überarbeitet worden nach dem neuen Produktionsverfahren. Das heißt, wir haben eine tippitoppi Passform. Richtig. Passt einwandfrei hier dran. Auch hier, wie bei der Scheinwerferblende vorne, haben wir einen leichten Überstand, der unter den Heckdeckel durchgeht. Das heißt, hier wird die Fuge auch verkleinert, abgeblendet, dass vom Rücklicht nichts durchkommt. Und alles in allem, wie gesagt, sehr, sehr passgenau. Ist richtig geile Optik, denke ich. Macht einen böseren Blick, eine modernere Rückleuchte. Denn der Golf 7 hat da schon eine riesen Rückleuchte. Also ich finde es schon fast ein bisschen, ist es ein wenig verschmiert? Ich grätsche jetzt gerade mal ein bisschen rein, weil da wirklich Fingertapser und so weiter drauf sind. Und ja, das Tuch ist nämlich das Sauberste, aber wir haben ja auch unseren Spezialreiniger extra für die ganzen Bauteile. Ne? Genau, das ist ein spezieller, ihr müsst wissen, diese Kunststoffmaterialien, es ist ja nicht einfach nur ein ABS-Kunststoff, sondern auf dem ABS-Kunststoff, damit das so hochschwarz glänzt, ist nochmal ein PMMA drauf. PMMA ist Plexiglas im Endeffekt. Und das kann natürlich auch relativ zügig, ich sage jetzt mal nicht verdrecken, aber halt so hier mit Fingertapsern und so weiter nicht mehr so schön sein. Und da braucht ihr auch spezielle Pflegemittel. Also ein ganz normaler Kunststoffreiniger aus dem Innenbereich würde ich dann nicht empfehlen. Hier haben wir etwas, was wir eben speziell für PMMA-Kunststoffe entwickelt haben. Ja, machen wir drauf, ziehen wir zwei, dreimal rüber. Könnt ihr auch für andere Lacksachen verwenden. Und genau das ist es ja auch. Auf der Folie ist es kein Stress, auf Lack ist es kein Stress. Und ihr habt da super tolle Reinigungskraft. Wichtig ist, nicht auf matten Sachen von uns verwenden. Also da habt ihr sonst eine Riesenschmiererei. Und wichtig ist auch nicht zum vergammelten Lappen, wie es hier der Steffen im Einsatz hat, sondern vielleicht einen frischen, guten. Echt? So mit dem guten Gasolinershirt, Mann. Ja, keine Kosten und Mühe scheue. Ja, also. Kann man sehen lassen. Im Übrigen für alle, die Zuschauer in einem Wohnwagen haben oder in, wie heißen die anderen fahrenden Plastikbomber? Wohnmobile. Wohnmobile, ja. Die können das Zeug auch nehmen, weil da wird ja auch Plexiglas viel verwendet. Da wird eben auch ABS-Kunststoff verwendet. Und ja, gerade für die Fensterscheiben habe ich mir sagen lassen vom Nachbar einen Traum. Ja, richtig, weil wenn man da nämlich mit dem klassischen Spiritusglasreiniger nachgeht, kann man nämlich die Scheibe auch noch kaputt kriegen. Genau, und kannst du dann auch die so Mikrorisse oder was. Ne? Das ich habe gehört, beim Modello kostet der Austausch von so einer Scheibe 20.000 Euro. Oh, wenn es so ein Schnips ist. Ja, das ganze Ding kostet schon 800. Man muss die Scheibe schon 20 kosten. Ah ja, muss ja im Verhältnis stehen. Also Morello-Fahrer, hier müsst ihr weniger investieren. Mit dem guten CSR-Spezialreiniger. Okay, genau.
Wie das montiert wird, auch wieder wichtig, Positionierung, Zeit lassen, Trick 17 verwenden. Wir fassen es nochmal kurz zusammen, ansonsten drauf. Was haben wir? Gutachterliche Stellungnahme, so wie bei den Scheinwerferblenden vorne. Gutachten nehmen, reinschmeißen ins Handschuhfach. Hier sind keine Eintragungen und sonstiges nötig. Es wird nichts vom Licht und Reflektor abgedeckt. Richtig. Und ich finde es nach wie vor ein geiles Gimmick. Hat mir schon am Anfang sehr, sehr gut gefallen, wo ich gesagt habe, bitte mehr davon, weil es einfach auch die Rückleuchte schmaler wirken lässt. Wirkt wiederum sportlicher, somit mein klarer Pluspunkt bei diesem Bauteil. Eben. Große Leuchten werden immer weniger in den neuen Designs. So, dann können wir auch von dort aus gleich weiter und da sind wir ganz, ganz, ganz stolz drauf. HF912. Ich würde behaupten, einmalig dieses Produktionsverfahren, dieses Konstruktionsverfahren, einmalig in der Tuning-Szene. Das, was ihr bekommt, wenn es aus ABS-Tiefziehkunststoff ist, sind bislang immer einschalige, also oben glänzend, unten offen, die nicht so schöne ABS-Kunststoffseite. Auch wir haben da einige Spoiler, die dann eben nicht so aufwendig sind, die nach dieser Produktion gefertigt sind. Und viele Kunden haben gesagt, Mensch, könnt ihr da nicht und die untere soll doch auch schön glänzen, weil ich lege mich immer unter das Auto und gucke nach oben hoch. Und haben wir gesagt, genau für die Leute finden wir auch noch was. Und was haben wir gemacht? Wir haben im Endeffekt aus einem Teil, aus einem Guss, oben glänzen, unten glänzen und haben dann auch noch die Finnen mit integriert. Richtig, da müsst ihr nämlich drauf achten. Ihr habt werkseitig vielleicht die Finne nebendran schon montiert. Die müssen weg dafür. Ist aber auch komplett easy. Die sind bloß mit einem doppelseitigen Klebeband fixiert. Könnt ihr abziehen, Klebebandreste entfernen und dann können wir den Spoiler montieren. Den Spoiler in der Art hatten wir schon ungefähr so ähnlich aus GFK eben. Richtig. Diesen Klappsport-Spoiler, sage ich jetzt mal. Problem war nur, aufwendig zu montieren, das Material selber, das GFK relativ fest steif, und starr, ja, und steif. Plus die Lackierkosten, wo dann noch dazu kommen. Und dann gab es Leute, die dann einfach gesagt haben, das ist mir zu viel Aufwand, ich will es easy, ich will das schnell und genau da haben wir das jetzt. Richtig. Ja. Im Endeffekt, klar, von der Montage her wieder, ihr habt mehrere Berührungspunkte. Wichtig, reinigen, richtig, positionieren, wichtig, ganz wichtig. Trick 17 vom Steffen verwenden. Wir zeigen es jetzt nochmal im Video eben. Richtig positionieren, weil das ist das A und O, dass es auch entsprechend klebt. Richtig. Und da ganz klar die Empfehlung, seid mindestens zu zweit, im besten Fall sogar zu dritt. Zu dritt. Weil wir brauchen zwei Personen, die links und rechts dementsprechend das Bauteil fixieren, weil der muss wirklich komplett bis zum Ohrschlag drauf stehen, damit die Spalte und alles super gut passe. Der ist passgenau konstruiert und es ist möglich, aber halt mit etwas mehr Aufwand bei der Montage wiederum, was das Andrücken angeht. Das schaffst du allein einfach nicht. Richtig, weil wenn du dann hier rumdrückst, dann kommt ganz normal mechanischerweise dann auf der anderen Seite wieder raus und so weiter. Also drei Leute, du hast es richtig gesagt. Wir haben es ja zu zweit gemacht. Hat recht gut funktioniert. Man könnte es noch einen Ticken besser machen, wenn man einen dritten gehabt hätte. Einer, der in der Mitte schön dran ballert. Nochmal die anderen zwei von den anderen zwei Seiten und dann einer schön sukzessiv ab. Die Klebebänder abziehen, genau. Und genau hier müsst ihr auch drauf achten, macht euch ein Schema, welche Bänder ihr in welcher Reihenfolge abzieht. Das heißt, als erstes fangt bitte hier an, geht hier nach unten und arbeitet euch dann nach oben durch und dann in die Mitte rüber. Weil hier ist der Hauptanlagepunkt erstmal und davon ausgehend auch die Passform dann oben. Genau, das ist ganz wichtig und dann natürlich ordentlich reinigen drunter, das sind natürlich auch noch so Dinge. Ansonsten sind wir alle wach. Danke, Training. Ansonsten, wir haben hier Teilegutachten, haben wir ja auch schon mal erklärt, 19.3, bei jeder Überwachungsstation Anbau bestätigen lassen. Und das Bauteil kriegen wir doch auch in der verschiedenen Oberfläche, ne? Gibt es in allen Oberflächen, genau. Natürlich auch geil, ihr könnt wieder euer Konzept durchsetzen. Und jetzt kommt natürlich auch noch so ein Punkt, das muss man auch mal ganz klar sagen, wichtig. Ihr wollt euer Auto wieder zurücksetzen zum Ausgangspunkt. Wenn ihr die Riesenspoiler aus GFK und so weiter dran macht, da kommt ihr nicht drum rum, Karosseriekleber zu verwenden. Richtig. Mach so einen Spoiler mal runter, wenn der Karosseriekleber dran ist, vergesst's. So eine Riesenspange da runterzimmern, da kannst du die Heckklappe austauschen. Könnt ihr euch hier alles sparen?
zweimal angezogen. Das Ding ist im Endeffekt unten, die Klebereste wegpolieren und gut ist. Richtig. Also. Auch auf jeden Fall ein Punkt für die Leute, die sagen, sie wollen nur für eine gewisse Zeit dann eine Veränderung am Fahrzeug haben. Genau. So, ansonsten, also. Was gibt es noch dazu zu sagen? Es gibt noch dazu zu sagen, dass dieses Verfahren jetzt auch sukzessive bei Rennerfahrzeugen bei uns umgesetzt wird. Es gibt für viele andere Fahrzeuge eben auch noch. Es kommt jetzt zum Beispiel auch noch der Golf 7 Basis dazu. Golf 7 Basis ist im Übrigen der Heckdeckel anders als beim GTI R und so weiter. Das ist eine andere Hecklarbe, das ist nicht kombinierbar. Bitte achtet immer, das ist nämlich der, ja eigentlich fast der einzige, es passt nicht Grund ist, dass der Kunde einfach falsche Auswahl trifft. Also es ist ganz wichtig darauf zu achten, welches Modell habt ihr, welche Karosserievariante habt ihr. Habt ihr Facelift, habt ihr kein Facelift und so weiter. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die zu beachten sind. Sonst können die Sachen logischerweise nicht passen. Richtig, deswegen Artikelbeschreibung genau durchlesen, vergleicht es nochmal und dann steht dem Fitment nichts im Weg normalerweise. Richtig, gut. Also schaut euch die Montage jetzt mal in Ruhe an, das wird ein bisschen ausgiebiger sein, weil wir einfach ein bisschen mehr zu zeigen haben. Ansonsten machen wir hier vielleicht tatsächlich nochmal ein eigenes Video, je nachdem wie die Rückmeldung von euch kommt. Jetzt würde ich sagen, absolut maximal. Ich weiß gar nicht, was hätte man noch machen können? Was hätte man noch machen können? Klar, mir hätte die Seitenscheibeblende machen können, die aber optisch bei dem Fahrzeug nicht gut aussehen würde. Fünf Türe ist immer ein bisschen schwierig. Hm. Hätten wir einen Dreitürer bei Seitenscheibenblende, sicherlich cooler gewesen. Also wenn euch noch was einfällt. Genau, haut es in die Kommentare raus. Also nach dem Motto, ich wir sind gespannt, ob man noch was vergessen habe. Keine Ahnung, was auch immer. Ja, ein Einhorn bauen. Ich sag nur, schreibt es rein, dass wir, wenn wir es vergessen haben. Ihr seht ja auch anhand der Schwelle und so weiter, eure Kommentare nehmen wir ernst. Wenn das eine konstruktive Sache ist, dann wird das von uns auf jeden Fall aufgenommen. Und ja, wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn die Community uns erklärt oder mitteilt, wie sie darüber denkt und wie wir was verbessern können. Genau, denn nur durch euer Feedback können wir handeln und dementsprechend euch auch viel besser ausstatten. Und weil wir selber produzieren, selber konstruieren und vor allem auch Deutsch sprechen, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir das, was ihr uns sagt, machen können. Ja. Wir machen das ganz dann klar. Auch einfach. Ja? Also da geht nichts in Vergessenheit oder so, braucht euch keine Gedanken machen. Und ja, haut mal raus, wie euch das Fahrzeug allgemein gefällt, wie euch die Anbauteile gefallen. Wie gesagt, wenn ihr noch eine Option habt, was man noch dazu packen könnte, haut's raus. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir doch durch jetzt, oder? Wir sind durch und nächstes Video ist dann auf jeden Fall der Carbon. Ja, als finaler Abschluss. So ist es. Richtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bleibt gesund, liken, teilen, abonnieren. Nicht vergessen, der Standardsatz und macht's gut, bis zum nächsten Mal.